Сука, блядь! So, Dragon Quest Lieblingsspiel meiner Kindheit. Alles klar, ja, freut mich doch. Läuft. Ja, wenn du ein Abenteuer fortsetzt, wird das Spiel bla 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 gelöscht. Bitte löscht so schnell wie möglich, bla bla bla. Okay. Hab immer beim Leviathan versagt, das war schrecklich. Das ruft Erinnerung auf. Okay. Aber wir sind hier noch relativ am Anfang eigentlich. Ich glaube, 2-3 Stunden oder so im Spiel nur. Alles noch frisch, das heißt, ihr habt nichts verpasst wirklich. Außer viel Gelaber, wie immer. Kampf. Okay, ich habe Drachenhieb. Um was geht es so in Dragon Quest? Um das Übliche, das Böse zu besiegen. Sehr informativ, ne? Ich muss gestehen, mein letztes Dragon Quest war, glaube ich, weiß nicht, ob Super Nintendo, N64 oder Game Boy Advance. Ich glaube aber Game Boy Advance. Und das ist schon so lange her. Ich habe selbst nicht mal wirklich eine Ahnung. Und sonst habe ich nie einen Dragon Quest gezockt. Das ist mein erstes Dragon Quest, was ich jetzt durchzocken werde. Dann kann ich dir die Frage nicht ganz beantworten, außer irgendwie, wie ich mitbekomme, geht es immer um einen Baum. Ist aber auch immer. Ah, Schwert, da fehlt noch eins, dann bekommen wir den Bonus, ne? Shit. Bestätigen. Also einfach Mobs klatschen, genau. Und wie es geht, wie ich das mitbekommen habe, in jedem Dragon Quest irgendwie ein Baum, den man wieder zum Leben erwachen muss. Was wir hier auch machen. Genau, dem Weltenbaum Yggdrasil und der ist krank, genau. Kurzfassung. Oh, ein neues Mob, das habe ich noch nicht entdeckt. Aber warum irgendwie man den Baum retten muss oder so, keine Ahnung. Wenn du später einen lustigen JP-ATC haben willst, sag Bescheid, hat sehr lustige Chars. Alles klar, mache ich. Oh, fuck. Ich Vollidiot. Ich habe die Dinge jetzt gar nicht gewechselt. Die Spielkategorie. Dragon Quest. So. So, jetzt sind wir in Dragon Quest drin. Rip Baumi. Muss sein, muss sein. War ein Böser. Ganz am Anfang musste man gegen Sandsäcke kämpfen. Oder gegen Flederkühe. Bin nochmal lernen und schau mir mal aus Spaß dein YouTube-Video an. Bis dann. Jo, alles klar, Reimann. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim YouTube-Video. Was ist das denn? Schon wieder das neue Monster. Bin dann später wieder da. Alles klar, Mann. Wie heißt das? Ich hab's nicht gelesen. Alter. Der Crit. Blinzler. Okay. Schon wieder neu. Nein, okay. Ich wollte schon sagen, ey. Kommen wir gar nicht voran, wenn da immer neue Monster sind. Irgendwas versteckt. Razor, ich denke mal, du kennst Dragon Ball FighterZ, ne? Ich sage mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das für die Konsole holen willst. Hast du schon mitbekommen, wie viele das haten?
War das 2D anstatt 3D? Und dass das irgendwie einen Schritt zurückgehen sollte? Was geht eigentlich morgen? Schule oder Arbeit oder sowas? Krank sein geht morgen. Krank sein. Anweise Arbeit. Normalerweise. Oben ist irgendwas. Hier sind drei Sachen. Erhält Coagulanz. Okay. Guck mal, das ist. Ich glaube, ich muss mich heilen, oder? Zauber, Heilung. Nice. Ja, kenne ich. Aber hol es mir nicht. Was? Das ist bestimmt voll geil, das Spiel. Aber Fighting Games sind halt nicht so jedermanns Sache. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Konnte es bisher leider noch nicht zocken. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, war cool. Ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt. Mach mir 3 Schaden. Boah. Hat mein Outfit gerade mehr Schaden gemacht als meine Fähigkeit? Hab mir auch schon kein Xeno geholt. Ah, okay. Ich habe mir Xeno 1 damals für Steam geholt und ja. Ja, hat so für ein paar Tage Spaß gemacht. Danach habe ich es bereut. Aber ich hab's. Fuck. Ich hab's auch im Sale geholt mit irgendwie allen DLCs drum und dran und was weiß ich nicht was. Für 10 Euro, glaube ich. Das einzige geile Dragon Ball Spiel für mich ist Raging Blast 2. War das nicht für die Xbox? Ich glaube, das war Xbox, oder? Das mit den übertrieben geilen Cutscenes. Ich glaube, das war das. Hier ist hier nichts versteckt oder so. Wow, okay. Oh, ein neues Monster da oben. The fuck ist das? Oh, Disco-Dachse. Fuck, Alter, das sind 4 Stück. Tanz, den heißen Tanz. Lässe Mitte, bla bla bla. Ist am Abzappeln. Okay, wir sind am Abzappeln. Alles klar. Ist ein Taunt oder so? Ja, das war ein Taunt. Ey, Junge. Bullshit. Die machen voll viel Schaden. Ey, wir können schon wieder nichts machen. Holy shit, Mann. Alter. Zauber, Heilung. Okay, wir sind tot. Warum heilen wir nicht zuerst? Kann sein, hatte es für die PlayStation 3, war eine übel geile Grafik, sogar für heute noch. Und bestes Kampfsystem. Deutsch. Kampfsystem. Ich glaube, ich kenne das. Oh mein Gott. Oh Mann, Bullshit. Wie soll man die dann besiegen, wenn man nie drankommt? Das ist doch... Hä? What? Was geht jetzt ab? Wirft es mich wieder zum Titelscreen? Bitte schaltet euer System aus. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Boah. What the... Okay. The fuck war das? Rest in peace. Hä? Habe ich auch noch nie gesehen. Ich speichere und drücke, ja, ich möchte mein Abenteuer fortsetzen. Und dann wirft es mich komplett raus. Okay. What? Wer ist das denn?
Mein Name ist Mischa, kennt ihr euch schon mit den Missionen aus? Ja. Das Mädchen Mischa aus Engelsfälle hat dich gebeten, ein Gespinst für sie zu finden. Okay, Sidequest. Lül, warum werfen die dich raus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich halt auch noch nie gesehen, einfach. Möchtest du speichern? Ja. Möchtest du das Spiel fortsetzen? Ja. Okay. Bände, also hier, ne? Starte mal das Spiel neu. Hä? The fuck? Kannst du im Kampfarchivmenü jetzt die Missionsleiste aufrufen? Alles klar. Sollte eine Mission sich allzu knifflig erweisen, kannst du sie vorerst aufgeben und später erneut angehen. Oder ich kann sie einfach im Questlog lassen. Kampfarchiv. Mission. Eine gute Tat, das Mädchen aus Valoran hat dich gebeten, ein Gespinst für sie zu finden. Schau dir das große Spinnennetz auf der anderen Flussseite gleich außerhalb des Dorfes an und achte auf die funkelnden Stellen, okay? Alter, hab so Hunger. Mach dir was. Mach dir was. Mach dir am besten einfach direkt eine Pizza. YOLO. Auf geht's. Wir am schnellsten. Hier meinten die, oder? Auf der anderen Flussseite. Das heißt, es müsste ja hier sein oder da oben. Da. Sandsack. Ja. Okay. Was jetzt? Irgendwas soll leuchten, aber was? Habe ich was verpasst? Boah, ich greif. Nein! Oh. Ich wollte die Flederkuh angreifen, weil die mir die ganze Zeit auf den Sack geben gegen Girin. Wo soll denn hier was leuchten? Okay. Das. So. Ich bin ratlos. Schau dir das große Spinnennetz auf der anderen Flussseite gleich außerhalb des Dorfs an und achte auf die auf diese funkelnden Stellen. Funkelnde Stellen, okay. Wo soll da was funkeln? Vielleicht nachts, oder? Sieht man das nur nachts, oder? Hä? What? Okay. Seht ihr irgendwas funkeln? Ich sehe nichts. Ich raff die Quest nicht. Ich bin zu dumm für die allererste Sidequest. Was ist das? Kenn ich noch nicht. Der Schmetterling. What the fuck? Ist das ein Hund? Fusioniert mit einem Schmetterling? Der ist jetzt kalte Peter. Kalt. Kann ich lesen, wenn meine Nase voll ist. Kalte. Ja, ich lasse es einfach. Von heute Mittag.
Alles klar, guten Hunger, Mann. Hier nichts. Nö. Ich sehe nichts, ich kann nichts anklicken. Boah, ich leere eben meine Nase. Ey. Einen Moment eben. So, jetzt muss ich auch noch auf Klo. Ich meine, wir beide sie gleichzeitig. Ich kann eben ein, zwei Minuten dauern. Sorry, Mann. Alter. So, wieder da. Oh, Alter. Viel besser. Ah, meine Nase wird gleich befreit. Läuft. Ich glaube, ich gehe nochmal ins Dorf rein und dann wieder raus. Vielleicht ist das irgendwie verbuggt. Oder vielleicht muss das respawnen. Oder spawnt nur ab einer bestimmten Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war schneller, wenn wir oben lang rausgehen, oder? Du, 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 du.
Mal schauen. Musik ist so friedlich. Oder eigentlich, dass hier alles ein, in Anführungszeichen, gefährlicher Monster sein sollen. Ach, jetzt auf einmal ist die Scheiße da, oder was? Nice game, ey. Fuck. Viel besser? Mit der Nase meinst du? Oder dir geht's viel besser, weil du jetzt die Pizza gegessen hast? Ist es gelaufen? Habt ihr ein Gespenst? Blablabla. Oh, ich hasse es, Schnupfen zu haben, Mann. Egal was man macht, die Nase füllt sich einmal wieder. Geschafft. Wow, nicht mal Experience. Bullshit. Eine Flederkuh und ein Draco nähert sich. Okay, gegen Draco habe ich auch noch nicht gekämpft. Aber die sind alle Low-Level hier. Macht keinen Schaden. Wow, Surprise. Ich hoffe jetzt, wenn wir... Das war absolut der härteste Pizzarand der Welt. Hast du es wirklich jetzt eiskalt YOLO kalt gegessen? Nicht mal eine Mikrowelle oder einen Ofen oder was auch immer. Aber nichts passiert. Okay, das heißt, wir müssen wirklich ins Königreich da oben. Ins Königreich, ja. Ins Schloss. So. Ein Pizza kalt schmeckt immer geil. ich bin mehr so der Fan von heißer Pizza. Get wrecked. Wenn man die warm macht, dann wird die labbrig. Jein, kommt drauf an, welche Pizza. Ich glaube, so Steinofenpizza, die man vom Supermarkt holt, wahrscheinlich. Bestellte Pizza, also selbstgemachte, glaube ich, eher weniger. Da brauchen wir 6. Okay, dann mache ich mal die Scheiße hoch. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, nur auf 1 skillen sollte. Aber ach komm, scheiß drauf. Nehmen wir den ersten Skill bei Schild mit und den Rest nur Schwerter. Zeitlupe. RP Walk.
Ja, normal immer heiß, aber ich habe die ja schon seit heute Mittag im Backofen. Ach so. So, hey, klar, alles klar. Bist du noch nicht blablabla nervös? Ich möchte schon, wie sollte ein junges Mädchen wie ich eine derart große und bedeutende Herberge übernehmen? Und alle anderen werden sich genau das gleiche fragen. Kann schon sein, aber ich verlasse mich auf meine Instinkte und du solltest das auch tun. Du kannst es wirklich schaffen. Und mit den Emotionen in meinen Stimmen sowieso, dann da wirst du hyped von. Wenn du meinst. Und jetzt stelle ich dir deinen neuen Kollegen vor, Mr. Sklave. Hey Leute, ich bin zurück, eure Diva's back und ich habe einen leuchtenden Helm, bla bla bla, okay, whatever. Los, folgen wir ihnen, um zu sehen. Ich hab vergessen, was sie sagen, irgendwas von sich hält oder so. Also wirklich, Hilda, what? Der Satz hat gar keinen Sinn gemacht gerade. Soll dieses kleine Mädchen etwa die Herberge führen, willst du den Laden vielleicht endgültig beerdigen? Jetzt beruhig dich doch, Resi. Ich hab doch nicht irgend so ein Mädchen von der Straße aufgegabelt, um den Laden zu schmeißen. Das sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber das Gastgewerbe liegt dir im Blut. Die bringt die Bude wieder auf Vordermann. Okay. Hast du das auch nicht gesagt, als du mich hier angeheuert hast? Hast du auch nicht gesagt, du ziehst los, um den Kerl zu finden, der diesen Laden ganz gewiss vor dem Ruin rettet? Aua. Tut mir leid, aber ich bin nicht... bla 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 bla, okay, whatever. Ich mag die Hände. Genau wie Pommes. Pommes! Du bist also die Tochter, okay, bla bla bla. Alles klar, und wo hat sie jetzt die Trophäe? Ja, okay, ich will gar nicht wissen, wo sie die rausgezogen hat. Moment, diese Trophäe, ist das etwa? Ja, das ist die Trophäe für das hässlichste Mädchen im Dorf. Oh, die sind so hässlich. Also das Mädchen ist so hässlich, dass sie schon den Boden angucken müssen. Wegen die Augenkrebs. Hi. Okay, was soll man? Ich habe keine Ahnung, was sie gelabert hat. Ich habe nicht hingeguckt, ich habe einfach weitergeklickt. Komm einfach später wieder, ich mache euch mit ein paar Leuten bekannt, die euch nützlich sein könnten. Bist du ein Entwickler? Ein Entwickler in Pause momentan, ja. Wieso? Oh, ich suche deine Unterkunft, bla bla bla. Ah, der berühmte Herbie, was? Ein Mann in meine Person, bla bla bla. Was entwickelst du gerade zur Zeit so? Gar nichts. Momentan Pause, aber wenn ich wieder anfange, dann... Ein Real-Life-Story-Spiel. Ohne Text, nur Emotionen. Die Charaktere werden dann mit Animationen und bla 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 von sich sprechen. Und ein zweites Fantasy-RPG. Muss ich jetzt rausgehen? Hab deine Info gerade gesehen. Interessant. Ah, okay, cool. Freut mich, dass dir gefällt. Na, aber Retro-Spiele, also. Im Style von 1900 irgendwas, kann man sagen. Der Vogelperspektive und allem drum und dran. Okay, hier ist nichts. Was muss ich jetzt machen? Ich hab's nicht gelesen. Ich bin einfach nicht mal aufgepasst. Voll dumm von mir. Ich glaube, hier habe ich
Mein Platz gefunden. Also sollte ich diese Bude wohl schnellst auf Vordermann bringen, könntet ihr euch nicht ein Weilchen anderweitig beschäftigen. Ich werde die Zimmer bald hergerichtet haben. Ach so, wir müssen einfach rausgehen. So wie im echten Leben. Wenn Frau putzen will, muss man raus. Raus aus Haus. Willkommen in Stinsbrook. Ich würde euch einen angenehmen Aufenthalt wünschen. Aber keine Ahnung. Warum kann ich nicht mehr lesen? Bin ich zu dumm, um zu lesen? Ich skippe einfach alles. Wir werden nämlich von einem schwarzen Ritter bedroht. Da müssen alle, die auch Besucher, aufpassen. Okay. Es ist mir ein Rätsel, wie ein Mann noch ruhig schlafen kann. Macht ihm der schwarze Ritter dann gar keine Angst? Anscheinend nicht. Geld? Schade. Da ist der Erdrutsch verschwunden und man denkt, alles ist gut und nun das. Was ist los? Man schaut euch doch nur mal das Schild an. Vom Regen, irgendwas. Grinch liest das Schild. Ein geheimnisvoller Ritter in schwarzer Rüstung versetzt unsere Stadt in Angst und Schrecken. Wer es wagen will, gegen ihn anzutreten, möge zur Burg kommen. Wir nehmen jeden. König Bartos von Stinsbrook. Das heißt, auf zur Burg. Nächste Mission. Und hier ist Rey Mysterio. Der fiese schwarze Ritter ist gleich nach dem Erdbeben hier aufgetaucht. Ein Erdbeben und ein Ritter, vielleicht hängt das Ganze ja irgendwie zusammen. Maybe. Maybe yes, maybe no's. Will der? Bereise die Welt auf der Suche nach den richtigen, seltenen Objekten. Je seltener der Gegenstand, desto mehr Steine. Stellt euch nur vor, ihr findet einen 5-Sterne-Gegenstand. Seltener geht's nicht. Was hast du denn? Weihwasser, okay. Goldring. Sonst hat er nichts, ne? Ne. Okay, dann brauche ich nichts von dir. Waffenrüstung, die ihr gerade nicht nutzt, findet ihr in eurem Ausrüstungsbeutel. Was ihr in einer Schatzsuche findet oder im Laden kauft und womit ihr euch nicht gleich ausrüstet, wandert in euren Beutel. Enthält Waffen und Rüstung für alle Mitglieder eurer Gruppe, das ist eigentlich sehr praktisch. Denkt daran, dass ihr nur Waffen oder Rüstungsgegenstände verkaufen könnt, die im Beutel sind. Wenn ihr etwas verkaufen wollt, was ihr trägt, müsst ihr es erst ablegen. Okay, das macht aber auch Sinn. Ja, ihr sollt stets... Blablabla, okay. Hey, okay, so viel Tutorial. Holy shit. Und schaut auch nur so... Blablabla, okay. Seid ihr zum Einkaufen hier? Von 36 auf 38. Die Sachen sind voll billig, Mann. Ist halt die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Egal, das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. So, haben wir ausgerüstet. Perfekt. Kaufen. Gepäck. Aber wir müssen, glaube ich, auf Beutel gehen, ne? Für die Rüstung. Hufladen, ne? Pferdemist. War hier... Hat er nicht gesagt, die Sachen, die wir abgelegt haben, sind im Beutel? Okay. Oh, wir sehen so hässlich aus. Waffenladen. Ein Florett. Ein schönes Schwert mit schmaler Klinge. 480. Bambuslanze, Eisenlanze. Ja. Und noch bald wieder Truhen. Geil. Stärkesamen. Heilkraut. Immer mein Traum, ein eigenes Haus und ein eigenes Pferd zu besitzen. Und kaum erfüllt sich mein Traum, fehlt mir der ruchlose schwarze Ritter mein Pferd. Meine Nerven liegen blank. Volle böse Bube. Macht jeden das Leben schwer. Finch erhält einen Heilkraut. Hast einen stabilen Arm. Vielen Dank, Mann.
mittlerweile auch doppelt so definiert. Größer nicht wirklich, aber definierter. Das Foto ist, glaube ich, jetzt schon knapp ein Jahr alt. Man sagt, die Burg steckt voll bla 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 bla. Vielleicht hatte der Schwarze Ritter es darauf abgesehen. Die schläft im Stehen? Ist das... What? Okay. Schau mir gerade deine Info durch, bin da auf dein Insta gestoßen. Ah, alles klar. Dann viel Spaß dabei. Gehst weiter ins Gym? Ja. Gehe ich. Ich wollte schon immer zum Beispiel eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann machen. Wurde aber nie was. Ich hätte eigentlich Abitur. Schon lange, schon, keine Ahnung, das ist jetzt bestimmt schon 4-5 Jahre her oder so. Dann hätte ich mein Abitur bestanden. Ich müsste noch ein halbes Jahr machen, aber ich hatte dann einen Kopfunfall, also eine OP am Kopf. Und musste dadurch dann 2 Jahre aussetzen. Und dadurch konnte ich dann natürlich mein Abi nicht machen. Und dann wollte ich fragen, nachdem ich wieder berufsfähig war, sag ich mal, oder arbeitsfähig, ob ich mein Abi nicht wiederholen kann. Das war nur ein halbes Jahr. Und ich habe halt gefragt, ja, dann, wenn ein halbes Jahr nicht geht, dann mache ich auch ein Jahr halt. Hauptsache, ich mache nur noch ein Jahr, dass ich dann danach mein Abi habe. Die haben Nein gesagt. Die meinten, müsste komplett von vorne anfangen. Und ich mir, ja, pff, sorry, geht halt nicht, ey. Nochmal 3 Jahre, sorry, stehe ich nicht durch. Und ja, das ist halt so, als Sport- und Fitnesskaufmann mit Realschule ist gutes Real, also mittlere Reife. Trotzdem wirst du nirgendwo genommen, weil heutzutage ist Abi das neue Real von damals. Das ist so Standard. Und wurde halt überall abgelehnt, etc. Ich versuch's trotzdem immer und immer wieder, mich irgendwo zu bewerben als Sport- und Fitnesskaufmann, beziehungsweise eine Ausbildung dahin zu kriegen. Auch wenn ich dann jetzt wieder 3 Jahre da eine Ausbildung für machen muss, aber das ist mir wert, weil das ist genau das, was ich machen will. Ich mache das auf privat. Ich habe schon voll vielen Freunden, Kollegen, Arbeitskollegen oder wen auch immer geholfen, abzunehmen oder aufzubauen oder was auch immer. Ja, aber die gehen halt nur nach Abschluss, nach Noten und so. Und selbst in meinem Studio, die mich gut kennen, ich kenne den Besitzer richtig gut, er sagt trotzdem, ohne Abi kommst du hier nicht rein. Check me. Weißt du, wir hatten von Mann zu Mann Gespräch, sag ich mal. Und ich habe gesagt so, ey, André, passt mal auf, jetzt mal ernsthaft. Wie lange kennst du mich jetzt? Du kennst mich jetzt mindestens schon 2-3 Jahre. Ich bin korrekt. Ich habe schon auch voll viele Leuten hier im Studio geholfen. Du weißt, wie ich arbeite ungefähr. Du weißt, wie ich arbeiten würde. Scheiß doch mal auf Abitur, Mann. So, kann man da nichts machen? Ja, und er so selbst, ja, nee, weiß nicht. Abi ist halt so Minimum. Ja, whatever. Tut mir leid für dich, ist halt echt dumm. Ja. Ist halt kacke, was soll man machen? Yo, Bretti, was geht ab, Mann? Ja, da muss ich dir zustimmen, die Ansprüche sind so hoch geworden. Ja, ohne Scheiß, das ist komplett für den Arsch, ohne Scheiß. Weißt du, ich war Teamleiter bei der Telekom, hab richtig gutes Geld verdient, richtig geile Kohle. Aber der größte Drecksjob. Und ich bin nicht so einer, der einen Job 10 Jahre oder 20 Jahre durchziehen kann, der ihm null gefällt. Whatever, deswegen habe ich da gekündigt, jetzt bin ich momentan nur eine Aushilfe irgendwo. Und versuche halt trotzdem irgendwie in die Fitnesswelt reinzukommen. Ist schwer auf jeden Fall. Oh mein Gott, mein Internet buffert wieder 10 Jahre immer. Oh Mann, fuck, Alter. Ist scheiße, Digga. Dann schreibe ich dir trotzdem ein Willkommen. Telekom, die Scheißverträge kosten so viel. Ja, ohne Scheiß. Du wusstest, wo ich da angefangen habe, ne, der größte Kackjob, ey. Das war halt so traurig, ne. Ich will gar nicht darüber erzählen, das ist echt so traurig, weil ich will die nicht schlecht machen, weil nachher bin ich der Gefickte. Vor allem ist das ja auch hier jetzt ein Live-Let's Play so gesehen. Ich werde es dann auf meinen Channel hochladen und will dann nichts sagen, weil es gibt Menschen. Ja, kann man niemandem trauen im Internet. Paar Leinhandschuhe, so. Aber ja, ich kann auf jeden Fall Telekom nicht empfehlen. So sagen wir es kurz und knapp. Kann ich nicht empfehlen. Nie im Leben. Seht ihr zwei Schatztruhen, bla 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 bla. Nun, ich werde zu euch sagen, die Roten kann offenbar nur der Held der Welt öffnen.
in der die Truhen sich befinden, aber die blauen können alle Leute öffnen, wie es allerdings möglich sein sollte an blablabla, okay. Ach, scheiß mal auf den Verein. Ja, ist so. Dreckszeit, Das Geld übelst gut, aber... Größte Sklavenarbeit. Selbst als Teamleiter, größte Sklavenarbeit, unverdienteste Scheiße ever. Am Anfang locken die dich und bieten dir alles an und geben dir Prämien und was weiß ich, ne, damit du dich fühlst wie der King und denkst, boah, ist das ein geiler Job, hier kann ich mir vorstellen, länger zu arbeiten. Und dann bist du da ein paar Monate. Ja, und dann wirst du wortwörtlich gefickt. Mache gerade auch Schule, kaufmännische Berufsschule und es ist einfach so schwer, eine Ausbildung zu finden. Stimme ich dir zu. Ich habe halt das Pech einfach. Ich hatte damals keinen Bock auf Ausbildung. Falscher Umgang mit Freunden etc. Dann hatte ich halt die OP 2 Jahre ausgefallen. Dann war ich halt so im Tief, ich hatte Depressionen etc. Das war glaube ich nochmal 1,5 Jahre oder so, konnte ich nichts machen. Es war aber auch bestätigt. Ich scheine zurzeit kein Gold bei uns hinterlegt zu haben, Cringe. Wie kann ich euch weiterhelfen? Okay, was auch immer. Ja, und konnte deswegen nichts machen. Und jetzt werde ich halt 25. In knappen Monat. Nein, im Monat und 2 Tage werde ich 25. Und da noch eine Ausbildung zu finden. Wow. Ist halt krass. Aber whatever. Bin halt nicht so einer, der sich runterziehen lässt. Ich habe schon immer gekämpft. Ich habe so viel Scheiße schon in meinem Leben hinter mir und... Oder war ich werde nicht aufgeben, bis ich... Was ist das denn? Bis ich den Job habe. Wenn ich den Job habe, dann werde ich diesen ganzen Wichsern so sehr zeigen. Die werden sich in den Arsch beißen, mich nicht genommen zu haben. Da bin ich mir safe sicher. Mies getroffen. Ja, was willst du machen, ne? Jeder trägt so seinen Koffer mit sich. Nun verzeih mir, achte nicht auf mein Gerede, das muss ein blaues Flügel des Schicksals. Die Sache ist, ich habe noch genug Zeit, werde gerade mal bald 17. Ja, das ist übelst jung, Alter, ohne Scheiß, das ist noch voll viel Zeit vor dir. Selbst mir sagen die, ich habe noch voll viel Zeit. Die leben halt in den 90ern. In der heutigen Welt 2017 hast du nicht mehr viel Zeit als 25er. Du bist als 25er ohne eine Ausbildung, bist du am Arsch. Das interessiert den nicht. Die sehen halt, oh, die 17-, 18-Jährigen, die sind im Abi oder machen nächstes Jahr ihr Abi fertig. Die sind noch jung, die stellen wir ein, die sind jung, die sind kräftig. Und dann sehen die einen 25, der hat zwar voll viel Berufserfahrung und war schon Teamleiter und was weiß ich alles. Interessiert aber keinen. Die gucken auf dein Alter, weg. Interessiert keinen. Ich bin Power, bla bla bla, okay, lass mich dir helfen. Ich habe die Macht, die Tür zu anderen Dimensionen zu öffnen. Die nur die Himmlischen betreten dürfen. Auf der anderen Seite gibt es Welten, die nicht nur deine sind, wo da neue Abenteuer auf dich warten. Möchtest du mehr über das Weltentor erfahren? Ja. Indem du durch das Weltentor trittst, kannst du mit bis zu 3 anderen Personen... Achso, das ist online. Ah, okay. Verstehe, dann brauchst du nicht mehr darüber erfahren, weil online will ich eh nicht spielen. Check mal für Bosse oder Hans oder so, falls es dir hier das gibt, dann ist online ganz gut. Aber jetzt mal anderes Thema, sonst bekommen hier noch Leute schlechte Laune. Jo, können wir machen, kein Problem. Abbrechen. Aber ich glaube hier, Dings ist eh wieder weg, leider wegen seinem Internet. Bretti. Ich habe eh die ganze Zeit immer, das schwankt immer zwischen 2, 3, 4 Zuschauern und dann geht's instant wieder weg. Voll schade. Bin ich denn so ein Arschloch? Das ist jetzt wohl an der Zeit, dass ich euch zeige, was ich kann. Wer bist du? Ach so, Hilda ist das. Ach, das ist das Gasthaus. Ich dachte gerade, wo bin ich hier? Okay. Freund einladen. Dann schauen wir mal. Bla bla bla. Ah. Kommt schon noch. Ja, ich hoffe es. Aktiv bin ich ja. Aufgeben kenne ich sowieso nicht, auch im echten Leben. Ich mache immer weiter, selbst mit YouTube.
Gibt so viele Leute, die gesagt haben, Digga, hör auf damit, mit was du machst, auf Twitter oder so. Hör auf, oder wenn du YouTube machst, mach nur Clickbait, mach nur Real-Life-Scheiße, mach irgendeine Drama-Scheiße, sonst wirst du nicht groß. Und dann hab ich gesagt, ja, komm, verpiss dich, Alter, ich mach das, was ich will. Und wenn es dir nicht gefällt, whatever, geh zu wen anders. Der eine ist ja lernen und der andere hat Probleme mit dem Internet. Ja, das meine ich ja, genau. Ist halt. Der Brett hieß, der ist eine coole Sau, sag ich mal. Schade, dass dein Internet laggt. Es ist jetzt die Frage, was wir wollen. Wollen wir einen Heiler oder wollen wir einen Zauberer? Also ein Mage. Ich wäre für einen Mage, weil ich heilen können wir uns selber und Schaden fressen wir momentan nicht viel. Priester ist halt, ich weiß halt nicht, wie Priester in dem Spiel ist, ob die nur heilen kann oder ob die auch Schaden machen kann. So wie in Final Fantasy. Keine Ahnung. Sag du, Razer, du suchst aus. Kannst auch Kampfkünstler nennen, mir egal. Such du was aus. Oh, hier gibt's noch andere. Achso, einen Antrag stellen, okay. Nein, wir möchten keinen Antrag stellen. Okay, wir können uns zwischen den Reitern aussuchen. Bam, 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 bam. So, ich guck mich noch mal ein bisschen um, so, während du ein bisschen überlegst. Und jetzt kommt die Antwort direkt. Aber glaube ich nicht. Das ist hier der Aufzug zu den königlichen Suiten. Vielleicht kennt ihr die königlichen Suiten noch nicht, wenn es euch... okay. Mit dem Größenkönigin der Herr, also. Die königlichen Suiten sind unseren exklusivsten Gästen vorbehalten. Achso, so wie eine... Ah, okay, ja, jetzt... Hörnaussetzer, Kingsuit, so wie eine Kingsuit in einem Hotel. Kommt das Endgame an, braucht man da einen Heiler, weil dann Heiler sonst Magier. Ich denke schon, aber wir sind ja noch early. Und ich glaube, wir können später auch andere rekrutieren, also mehr rekrutieren. Ich glaube nicht, dass es auf einen beschränkt ist. Ich glaube, eine Party ist bestimmt 4-5 Männer groß. Aber ich glaube, momentan wäre der Magier das Beste für uns. Bin ich der Meinung. Mir ist aber egal. Wir nehmen. Mir ist es egal. Vielleicht bekommst du später noch einen. Ja, ich bin zu 100% sicher. Zu 100%. Die Party ist bestimmt 3 oder 4 Mann groß später. Und außerdem kann man ja auch, sonst Magier. Okay, Magier wäre ich auch dafür. So. Fabian heißt er. Ey, das ist ein spanischer Krillin. Läuft. Fabian schließt sich cringe an. Braucht ihr sonst noch was? Außerdem kann man hier auch Freund verabschieden. Wahrscheinlich können wir uns immer wieder einen neuen anheuern. Oder können wir mehrere nehmen? Wir können mehrere nehmen! Oder? Warte mal, dann können wir uns direkt jetzt eine volle Party machen. Jawohl, okay, passt. Also besteht eine Party doch aus 4. Kampfkünstler. Halt die Frage, das ist glaube ich ein DD, ne? Ich will aber DD sein, also DPS. Ich habe keinen Bock auf Tank. Egal. Nehmen wir auch mit. Wenn es irgendwann einen Tank geht, ersetzen wir. Braucht ihr sonst noch etwas? Nein. Obwohl, man kann... für was muss man sich dann entscheiden? Frag nicht. Das ist genauso mysteriös wie... Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Möchtest du das Spiel fortsetzen? Ja. Alles klar, starte das Spiel neu. Hä? What? Nintendo! What are you doing? What are you doing, Nintendo? Do you believe in the shades? Ich glaube, man kann schon mal Anheuer machen für Bestellung, so gesehen. Dann bekommen wir es gestellt, so wie bei Lieferheld. Boom, shots fired. Freund anheuern. Krieger. Können wir uns... Stelle einen Gefährten. Next Level! Wir können einfach einen erstellen. Aber momentan sind wir selbst Tank, deswegen lohnt sich das nicht. Und unsere Party ist voll.
Ich habe das so bei Pokémon schon gehasst, wenn dir ein Pokémon gefolgt ist und jetzt folgt uns eine gesamte Party. Ich habe das in meinen Spielen, wenn ich... ich habe schon 2 Fantasy-RPGs gemacht und bei jedem Spiel habe ich das rausgenommen. Irgendwie sind ja auch FPS-Drops, wenn man eine volle Party ist. Aber ich habe das rausgenommen. Ich hasse es, wenn dir Follower hinterherlaufen. Weiß nicht, ich... kein Fan davon. Habt ihr schon gehört, die Tochter des Herrn der Herbing ist nach Schönsburg gezogen, bla bla bla, okay. Aber hier ist schon wenigstens eine Kirche, da können wir speichern. Könnte mich nicht zufällig ein kleines wenig aufmuntern mit einer schwungvollen Freudenfaust zum Beispiel. Soll ich dich schlagen? Ein Mädchen in der Kirche in Schönsburg möchte, dass du sie mit einer Freudenfaust aufmuntert hast, okay. Also bei Pokémon fand ich das immer cool. Ich weiß nicht, jeder fand das cool, auch war nicht so der Fan davon. Ach, wie fein die Mission, die Geste zählt. Willkommen, mein Kind, was führt euch denn so spät in unsere... Blablabla, speichern. War, es gibt halt viele Leute, die mir auch Feedback gegeben haben, auch damals in meinen Spielen, warum man die Gefährten nicht aktivieren kann, damit die einen hinterherlaufen. Und dann habe ich halt überlegt, so, ja, könnte man als Option einfügen, aber ich war zu faul, um das zu machen. Aber in meinem neuen Spiel, was jetzt kommt, da gibt es dann die Option. Du kannst einfach aktivieren oder deaktivieren. Möchtest du Abenteuer jetzt fortsetzen? Ja. Möge der Allmächtige, bla 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 bla. Jetzt geht's! Okay. Sag mal. Aber das beste Pokémon-Spiel ist halt immer noch Platin. Platin. Da gibt's eine Story auf meinem YouTube-Channel. Die schlimmste Story, die mir je passiert ist in Pokémon, kann ich, glaube ich, mit Abstand sagen. Wir waren im Playthrough so weit, dass nur noch der 8. Orden gefehlt hat und dann halt nur noch die Champion, also die Elite Four. Und ich habe endlich mein lang ersehntes Glaceola bekommen. Alles ganz cool etc. Dann speichere ich das Spiel. So lädt die Akte, dann war die Folge vorbei und dann wollte ich am nächsten Tag natürlich weiter aufnehmen für eine neue Folge. Starte das Spiel und was ist passiert? Mein Speicher wurde gelöscht. Ey, ich war so mad, ne? Ich war so mad. Der Speicher war einfach weg und ich konnte ihn dann nicht mehr recovern, ne? Kurz vorm 8. Orden und dann musste ich das Let's Play abbrechen. Und hab dann erstmal mit Pokémon eine Pause eingelegt. Aber jetzt bringe ich halt wieder Schwarz 2, was ich noch nie gezockt habe. Randomized, anderthalb Nuzlocke. Warum komme ich nicht rein? Es tut mir leid, aber nachts ist auf der Burg kein Einlass für Besucher. Ah, das heißt, wir müssen pennen gehen. Okay. Ich finde die Liga so krass OP in dem Spiel. Oh, das war nicht die Herberge. RIP. Hier war die Herberge. Fang das eine LP neu an. Absolut geilstes Spiel. Ja, aber lohnt sich halt nicht mehr jetzt, weil ich Schwarz 2 mache, dann noch ein paar andere Projekte und lohnt sich nicht. Fire Red und Leaf Green. Habe ich, glaube ich, noch nie gezockt. Blattgrün hatte ich randomized, aber hab's nie angefangen. Immer noch diese Musik von Dragon Quest ist so entspannt. Aha, freut mich, dass sie dir gefällt, Mann. Wir müssen hier speichern, beziehungsweise schlafen oder so. Wo ist denn hier Hilda? Hier. Oh, Cringe, willkommen zurück. Was darfst du denn sein, Schätzchen? In der Herberge übernachten. Ich wünsche ein Zimmer. Natürlich werde ich euch einen besonderen Freundschaftspreis machen. Wie wär's mit null? Willkommen, Rasten, Recken. So spät in der Nacht sucht ihr sicher einen ruhigen Ort, an dem ihr euch ausruhen könnt. Ein Zimmer für eine Nacht kostet 12 Goldmünzen. Dein Ernst? Ich hab die Schlampe gerettet. Ich hab für ihr Vater paar Sachen gemacht. Ich hab für sie paar Sachen gemacht mit der Erinnerung, dass sie... Gut ist für die Herberge. Ich habe sie hierher geholt. Wow. Wow. Eine richtige Bitch, ey. Dann kommt Silber, Silber, Gold und dann muss ich sagen Omega Rubin Alpha Saphir. Ich muss zugeben, ich habe mit Rubin und Saphir damals auf dem Game Boy Advance zuletzt gespielt. Das war meine letzte Edition. Habe ich komplett nicht mehr gespielt und bin mit X und Y zurückgekommen und muss sagen, X und Y beste Edition, meiner Meinung nach, die je rauskam. Jetzt können wir aber ein Schloss
Wer ist das denn? Timmy! Seht ihr die Burg da drüben? Dort wohnt die Prinzessin Simona. Prinzessin Simona ist echt hübsch. Ihr solltet sie mal besuchen gehen. Oh, er kriegt eine Latte. Läuft bei ihm. Deswegen seid ihr hier, Wanderer. Ach, habt ihr gelesen, dass wir jemanden suchen, der uns von diesem schwarzen Ritter befreit? In diesem Fall solltet ihr in die Burg gehen und versuchen, mehr darüber herauszufinden. Wollten wir gerade machen. Wie kann ich... Kann ich die Party einfach anklicken? Nein. War ja auch klar, weil eigentlich sind Stufe 1. Oh mein Gott. Grinden ist angesagt. Und dann nehme ich die Mission an.